Hallo, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. So, dann gehen wir dem Ganzen noch mal auf den Grund. Oder auch nicht. Hilf mir, please. Oder auch nicht. Hä? Ach so. Ah, warte. Hier ist eine Lücke, oder? Oder auch nicht. Hä? Bin ich doof? Hä? Okay, warte. Jetzt muss ich mir das nochmal genauer anschauen. Okay, da ist keine Lücke. Muss ich... doch da hoch. Ah, warte. Ha! Okay, Moment. Das hatten wir ja schon mal. Das kommt da aus der Tür. Dann versuchen wir es mal nach oben. Ich glaube, da unten kommen wir eh nicht lang. Von daher... Oder kommt es von hier? Weiß ich nicht. Na? Okay, die kriege ich nicht alleine auf. Dachte, ich kann vielleicht die Klappe schon mal aufmachen. Hoffentlich hat das niemand gehört. Okay, anscheinend nicht. Vielleicht hätte ich auch schlauerweise immer warten sollen, bis die... Oder der? Was ist... Weiß ich nicht, ist das die Lehrerin? Gerade spielt, damit es lauter ist und die das hoffentlich nicht hört. Oh. Okay. Sie ist es. Okay, was haben wir denn hier? Da muss ich hin. Hier, wahrscheinlich muss ich über die Lampe. Aber da von hier hin zu springen, das kann ich vergessen. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, ich glaube, ich kann das nutzen, wenn die spielt, um zu laufen. Dann hört die mich nicht, glaube ich. Ich will aber trotzdem nichts riskieren. Okay, warte jetzt kurz hier dahinter. Bevor ich anfange zu kurbeln. Nein! Hilfe! Scheiße. Kacke, die hat mich gehört. Scheiße. Ah, Dreck. Okay. Okay, ja gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Das heißt, ich darf wahrscheinlich nicht aufhören zu kurbeln, sondern muss bis zum bitteren Ende durchziehen. Fuck. Habt ihr das gehört? Okay.
okay, ich warte lieber. Bis zum nächsten Mal, wenn die Pause macht und dann wieder anfängt und dann fange ich an zu kurbeln. Shit, ich komme da nicht hin. Okay, fuck. Oh, muss ich den Hocker mitnehmen? Scheiße. Oh, das kann ja jetzt spaßig werden. Ah, ich warte lieber kurz. Das ist mir gerade nix. Oh, ich traue mich nicht, ey. Ich warte jetzt kurz bis zum nächsten Mal. Ich hab so Schiss. Ich hoffe, die spielt hier unbegrenzt. So, und jetzt nicht verkacken, ey. Nein, warte. Okay, dann nicht. Dann warte dich. Nein, oh mein Gott. Ah, scheiße. Lauf, lauf, lauf. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Treff, treff, treff. Wieso? Wieso nicht? Oh mein Gott, wieso? Junge, kletter doch, kletter doch! Oh, ich hab so schwitzig. Nein! Ah! Heck, ich kann nicht. Fuck! Ah, ich kann nicht rennen! Scheiße! Oh mein Gott! Ah! Oh! Oh Gott! Aber zum. Okay, zum Glück, ich muss nicht den ganzen Scheiß nochmal machen. Nein! Nein! Wieso? Fuck! Ah! Hä, wieso ist er nicht reingegangen? Oh, ich krieg die Krise. Okay, Leo, beruhig dich! Beruhig dich! Oh Gott, ich raste aus. Mann! Oh, ich. Okay, vielleicht sollte ich erstmal eine Pause machen, um runterzukommen. Okay, okay, das wird schon. Renn doch, Junge, renn doch, renn doch. Renn doch, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein! Scheiße! Ah! Oh. Oh, das ist nicht gut für meinen Daumen, ey. Oh, ich krieg die Krise.
Oh, bitte nicht. Oh. Oh, Gott sei Dank. Oh. Oh. Hilfe. Boah. Scheiße. Oh, Gott. Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, ist alles okay bei dir? Kann ich bitte eine Umarmung? Ich weiß nicht, kann man sich umarmen? Ich weiß es nicht. Wir können uns aber an den Händen halten. Halt mich! Okay. Oh. Shit. Jetzt regnet es auch noch. Na super. Was haben wir denn hier? Da ist auf jeden Fall ein tiefer Graben. Und eine dünne Leiter. Sehr gut. Also, das heißt Leiter, Brücke, Brett. Nennen wir es Brett. Oh. Und sie hat keine Klamotten an. Also, schon, aber wisst, was ich meine. Dieses gelbe Regencave. Aus dem ersten Teil. Wenn es hier ist, aus dem ersten Teil. Hoffentlich finden wir das. Ich würde auch vom Regen schützen, sagen wir es so. Ah, zum Glück sind wir aus dieser Schule raus. Ich bin zwar noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich froh darüber sein soll oder ob es jetzt besser wird, aber... So. Ist noch so ein Fernseher und Müllcontainer, den wir nutzen können, um da hochzugehen. Eventuell. Okay, weiter geht's nicht. Vielleicht von hier? Nee. Hä? War das sinnvoll, was ich gemacht habe? Geht's hier irgendwo weiter? Ich glaube nicht. Schade. Aber wir können uns auch hier erstmal unterstellen. Hm. Geht's hier irgendwo hin? Nee, ne? Nee. Okay. Gut, dann... Vielleicht... So. Nein! Ich weiß nicht. Kann ich die Klappe irgendwie zumachen? Damit wir da draufsteigen können? Was mache ich denn jetzt? Mist. Hä? Jetzt komme ich gar nicht mehr rein. Okay. Nämlich gedacht, dass wir... Vielleicht, wenn man hier draufsteigt. Nein. Aber dann springt er sofort raus. Hm. Hab ich gehofft, dass ich dann da hochspringen kann. Aber so wird das irgendwie nichts. Oder kann ich? Warte mal. Wir müssen irgendwie die Klappe zumachen. Huh. Oder auch nicht. Mist. Oder kommen wir hier unten vorbei? Kann ich hier irgendwas anfassen? Nee. Oh Mann, sie friert so. Das tut mir so leid. Oder warte, vielleicht muss ich nochmal... Vielleicht muss ich jetzt anders machen. Vielleicht müssen wir den nochmal zurückschieben. Oder... Ah, warte. Soll das vielleicht schneller machen? Zumindest bewegt es sich. Also der Deckel. Okay, man kann es nicht schneller bewegen.
Aber verdammt. Wie mache ich das denn? Shit. Hilf mir mal! Sag mir, was ich tun soll. Warte mal, haben wir hier vielleicht irgendwas? Kann ich irgendwas schmeißen nach dem Deckel? Ah, sieht nicht so aus. Oh, aber ich kann auf die Mülltonne draufklettern. Ich hier hoch? Nee. Kann ich irgendeinen von den Steinen? Oder vielleicht, wenn wir das weiter... Kann man es noch weiter ziehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Mist. Okay, warte. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Also irgendwas, was ich mitnehmen kann. So ein Müllsack zum Beispiel. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht gleich runterfall. Das wäre nämlich ein bisschen doof. So. Aber er springt halt sofort raus. Also irgendwie... Ich meine, es macht auch Sinn, dass jetzt der Deckel nicht zugeht, wenn einer von denen da drin ist, ne? Wie kriege ich das hin, dass der zugeht, dass wir da drüber laufen können? Ah, das ist doof. Mann. Oder warte, vielleicht... Oh, ich habe eine Idee. Vielleicht kann man das da reinschieben. Hahaha, okay. Das probieren wir jetzt aus. Das habe ich noch nicht ausprobiert, ob wir das... Ja... Okay. So. So wird ein Schuh draus. Gut. So, komm mit. Oder auch nicht. Ich muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Nein, du kannst schon rüberspringen. Du musst es nicht mir nachmachen. Also nur weil ich Trottel bin, heißt es nicht, dass du auch einer sein musst. Da ist ein Papierschiffchen. Das sieht aus wie ein Gesicht. Wie ein gruseliges Gesicht. Aber es sieht aus wie ein Gesicht. Oh, müssen wir da rein? Vielleicht, eventuell. Ah nee, hier müssen wir rein. Ist das ihr Regenmantel? Oder ein Regenmantel? Aber ist das ihre?
Oh, das ist schön. Bleiben wir einfach hier. Ich bin voll gespannt, wie das ausgeht, weil so wie es jetzt gerade gelaufen ist, fühlt es sich so ein bisschen so an, als wäre das, als wäre quasi der zweite Teil, als würde der vor dem ersten Teil spielen. Weil im ersten Teil hat sie ja das Regencape schon und wacht da ja in diesem Schiff auf. Und ja, vielleicht. Aber ich lasse mich mal überraschen, weil ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Deshalb Matratze. Okay, dann. Sorry. Ja. Muss mal irgendwo verstecken am besten. Oder auch nicht. Okay. Was ist das für ein gruseliges Fenster da? Geht's da durch? Oder warte mal. Hier haben wir sonst nichts weiter. Okay. Ah ja. Okay, da geht's wieder raus. Gut. Lässt er da einfach sein Fenster offen? Bei diesem strömenden Regen. Gut, dass meine Papiertüte mich sehr gut schützt. Okay. Frage. Entweder wir klettern jetzt da hinten über diese über die Mülltonne oder die Mikrowelle oder Fernseher oder was ist das jetzt übers Dach und dann darüber. Oder wir schieben das hier weg. Ich weiß nicht, ob das geht. Oh. Okay, ich wollte sie eigentlich gar nicht an der Hand fassen, aber. Okay, wir gehen übers Dach. Gut. Komm mit. Okay. Dann auf ins nächste Abenteuer. Freude. Spaß. Ich muss natürlich auch die Klappe aufmachen. Das ist ja ganz klar. Oh, da liegt eine Bandage. Kann man die mitten? Nee, schade. Okay, du musst jetzt leider vorgehen, weil ich hänge hinter dir fest. Okay, warte. Können wir kurz tauschen? Kannst du kurz hinter mich gehen? Das war jetzt irgendwie ein bisschen doof. Okay, oder du musst vorgehen. Das, kannst du bitte... Scheiße. Okay, warte. Nein, scheiße. Jetzt versperrt sie mir den Weg. Okay, ich versuche sie zu schieben. Es geht nicht. Oder? Doch, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich dachte jetzt schon, ich habe mich jetzt hier festgepackt. Oh, das gefällt mir nicht. Okay, da geht's rein. Weiß nicht, so große leere Plätze, da habe ich immer so ein bisschen Angst. Es erinnert mich immer zu sehr an The Last of Us. Was da passiert, wenn man auf großen leeren Plätzen unterwegs ist. Die bleiben nämlich nicht mehr lange leer. Ich muss kurz verstecken, nicht, dass hier einer kommt. Okay. Gut versteckt. Hilfe. Ich habe mich so gut versteckt, dass ich mich selber jetzt nicht mehr. Hä? Jetzt kann ich nicht springen. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich bin ein bisschen zu gut versteckt, glaube ich. Kann ich ja schon reinschauen? Nee, schade. Ich würde gerne wissen, was hier auf mich zukommt. Ah, eine Trophäe kommt auf mich zu, auch schön. Okay.
Also Schule haben wir geschafft. Das sieht aus wie ein Krankenhaus. Na super. Es wird immer gruseliger hier. Schule, Krankenhaus. Also falls es so läuft wie in der Schule, dann hätten wir zumindest jetzt... Oder ist das ein Gefängnis? Diesen Gittern da? Dann hätten wir zumindest ein bisschen Ruhe. Anfangs. Und dann geht's richtig ab. Oh, da hinten sitzt einer, glaube ich. Was ist das? Kann ich da rein? Okay, sie hilft mir nicht. Das heißt, da geht es wahrscheinlich nicht weiter. Okay. Dann schleiche ich mich jetzt. Obwohl, das ist jetzt eigentlich. Ist jetzt eigentlich sinnlos, weil jetzt kann ich auch hier. Die Tür müssen wir so oder so aufschieben, von daher. Oh Gott. The fuck? okay, warte, lass mich kurz überlegen. Okay, alles klar. Muss ich hier einfach hinterher? Ja, okay. Was ist denn das? Okay. Was ist das für ein Knopf? Ich will da noch nicht drauf drücken, ehrlich gesagt, weil wechselt dann der Raum? Kann es sein? Okay, warte, ich will kurz gucken, was hier ist, weil... Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Da blinkt was. Ah, kriegen wir dann den nächsten Raum? Okay. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich... Das Ding, was da... Das ist wahrscheinlich gar nicht zum Drücken, sondern irgendwie eine Sicherung oder sowas. Oder auch nicht? Hä? Kann ich hier die Tür zumachen? Ups. Okay. Ich kann nichts tun. Was hat sie da gemacht? Malt sie da hin? Nee. Okay, warte, dann muss ich mal gucken, was hier auf dem Boden rumliegt. Ist da irgendwas von... Ach so, oder vielleicht muss ich das werfen. Vielleicht ist das... Okay, warte, ich versuche das mal. Okay, das bringt nichts. Dann... Dann haben wir überlegen, vielleicht geht es da hinten auch rein, aber ich möchte jetzt eigentlich erstmal. Wieso ist das hier so finster? Das ist ja super gruselig. Nee, das ist gruselig, da will ich nicht hingehen. Okay, kommt man hier weiter? Oh nein, das heißt, wir müssen da hinten hin. Kann das sein? Ich will da aber nicht hin.
Das Grußlicht, das Dunkel. Ups. Ah, okay. Das Dunkel und da ist eine Tür. Achso, oder muss ich einfach das da reinstecken? Also, ich weiß nicht, vielleicht funktioniert das ja so. Nein? Einfach dran werfen? Nee. Schade, okay. Das muss irgendwie anders funktionieren, verdammt. Wir das nochmal genauer anschauen hier. Ah, warte mal, vielleicht ist das das Ding, was da oben liegt? Nein! Nee, das ist auch einfach... Hä? Was ist das? Und wo kriege ich noch so eins her? Und wieso kann ich das hier nicht mitnehmen? Ah doch! Hä? Jetzt geht's auf einmal? Willst du mich verarschen? Hä? Ich hab doch... Okay, egal. Ich stell das jetzt nicht weiter in Frage. Ich hab doch gerade davor gestanden, die ganze Zeit dran rumgedrückt. Wieso ist Mano? So was, dann fängt man dann schon echt an sich selbst zu zweifeln, weil denkst du, ja, ist voll eindeutig und dann funktioniert aber nicht das, was du machen willst. Oh oh. Ah! Hilf mir, hilf mir! Oh Gott sei Dank. Ja, der Aufzug ist nicht sehr sicher, würde ich mal sagen. Wo ist sie hin? Okay, sie geht einfach weg. Okay, dann ignoriere ich das Fenster auch. Da ist eine Taschenlampe, ja geil. So, aber weil es jetzt gerade so spannend ist, würde ich sagen, ich mache jetzt hier erstmal eine Pause und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!